Hallihallo und herzlich willkommen zu Game Dev Tycoon. Ja, wir haben jetzt diese Firma übernommen. Den gesamten Kanal natürlich. Nein, heute mache ich eine Folge, weil Osaf keine Lust hat und sonst wird die Folge wieder mitten in der Nacht kommen. Und ja, schau mir erstmal Marktanalysen. Das Spiel hat sich neutralisiert. Was sind das für eine Firma hier? Maudado LP Fanspiele. Wer macht denn so eine Firma? Und wer ist das? Alan Lowe. Ach, den hatte ich auch. Ich habe ja auch Game Dev Tycoon privat ganz viel gespielt. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und würde ich sagen, brauchen wir ein Spiel und wir nehmen, was haben wir denn da Schönes, was hat denn Osaf da für Spiele? Ein Rhythmusspiel und ein Musik-Action-Spiel, wollen wir ein Rhythmus-Action-Spiel machen? Ach komm, wir können es versuchen und jetzt nennen wir es, nein, Osaf, wie Osu, weil Osaf Osu so mag, mit einem Ausrufezeichen hinten dann dran. Wer Osu nicht kennt, das ist ein ja, Musik-Rhythmus-Spiel. Wir müssen eigentlich Musik wählen, Musik-Rhythmus-Spiel. Und das ist natürlich sehr brutal, deswegen nur für Erwachsene, wir nehmen mal für alle. Das Spiel muss sich auch verkaufen und natürlich Crydado Engine, mit der Crydado Engine 2. Und wie immer auf dem PC, denn nichts ist besser als der PC. Der PC ist das Beste. Ja gut, dann habe ich keine Ahnung, wie bald Osafs Angestellte hier, wollen wir mittleres Spiel draus machen? Ist aber so teuer. Aber oh, Osaf hat das Geld. Da können wir investieren. Da können wir investieren. Und wir nehmen natürlich die beste 3D-Engine. Wir schmeißen erstmal alles Geld. Oh nein, die muss in den Urlaub. Oh. Da hätte ich zuerst drauf gucken. Ach, pfff. Sie soll ruhig arbeiten für ihr Spiel. Was haben wir nochmal gemacht? Ein Actionspiel. Beim Actionspiel war die Engine, glaube ich, sehr wichtig. Das Gameplay auch und Story Quest, das war eigentlich hauptsächlich egal. Was können wir denn hier noch investieren? Lineare Erzählung, gespeicherter Spielstand. Ich glaube, Actionmusik ist sowas von gar keine gute Kombination. Das können seine Arbeiter hier. Oh, Osaf selbst. Osaf selbst sollte eigentlich viel mehr arbeiten. Das geht ja eigentlich nicht. Hat man so ausgewählt, was wer macht? Ja, hat man. Osaf muss viel mehr arbeiten. Ach nee, das kann man. Das fand ich irgendwie vom Unterteilen immer komisch. Nee, okay, dann darf Osaf ausnahmsweise sich zurücklehnen und Tutorials kommen natürlich. Ich hasse eigentlich Tutorials. Aber die Leute wollen sie, sonst wissen sie nicht, was sie machen sollen. Ich denke, Osaf, Ausrufezeichen, wird der nächste große Hit von Maudado LP Fanspiele. Ja. Was, Asiadado? Was hat Osaf da für ein Spiel entwickelt? Oh nee, wurde vom Spiel Markt genommen. Okay, da will ich jetzt aber erstmal nachschauen. Oh, Game Convention. Sehr geehrte Maudado LP Fanspiele, wir haben Ihren Fortschritt in den letzten Jahren verfolgt und möchten Sie hiermit offiziell einladen an der größten Spielemesse der Welt, der Games, auch als G3 bekannt teilzunehmen. Oh, das ist cool. Den eigenen Stand auf der G3 können Sie. Okay, ja, bla bla. Das hatten wir bestimmt schon mal. Das hatte Osaf bestimmt schon mal. Das Problem, was ich hier gerade erst sehe, ist unsere Mitarbeiterin hier, die irgendwie, ja, eher nicht so topfit ist. Wir waren immer noch Action-Rhythmus. Und bei Action war die KI. War die KI glücklich? Ich glaube, die KI war wichtig und Level-Design war sekundär und Dialoge, wie man hier schon sieht. Wer Actionspiele spielt, der braucht keine Dialoge. Was macht der hier gerade? Osaf soll echt mehr arbeiten. Du hast 300... Ja gut, der arbeitet wahrscheinlich an der KI. Kann Osaf ihn unterstützen? Dann hätte er 100. Ich habe keine Ahnung, was es genau macht zum Verteilen. Ich weiß jetzt nur, Osaf arbeitet 100%, das gefällt mir. Und oh, wir haben so einen Level-Editor. Das ist sehr wichtig bei Osaf, Ausrufezeichen. Oh. Ja, verstehe ich. Nachricht entschlüsseln. Dies ist ein ganz besonderes Angebot. Unsere Agenten haben es kürzlich geschafft, Zugriff auf ein paar entscheidende Systemkomponenten von ihrer Konkurrenz zu erhalten. Wenn sie Wargames spielen möchten, überweisen sie... Oh. Aber wir wollen doch nicht die... Nein, wir sabotieren doch nicht die Konkurrenz. Chenik Riese. Könntest du vielleicht ein bisschen... Ich müsste sie eigentlich in Urlaub schicken. Ach, das ist richtig doof. Wenn das Spiel schlecht wird, dann ist natürlich Chenik Riese schuld.
Bei Action war wichtig. Die Spielwelt ist ja nicht wichtig, oder? Na, eigentlich ist die Spielwelt wichtig, aber ich meine mich zu erinnern, dass in Game Dev Tycoon Grafik und Sound entscheidend waren und Sound weniger als das da und Spielwelt weniger als das. Ich habe hier auch keine Angaben. Oh, Saft forscht viel zu wenig. Das sollte in der Zukunft ändern. So. Grafik ist technisches. Ich möchte es irgendwie verteilen. Osaf soll auch nicht überlastet sein. Aber der hat nur Design. Der hat so wenig. Ach komm, wir brauchen auch nicht. Nein, Osaf muss ans Design. Osaf ist gerade im Design. Obwohl das Design kaum was ist. Ach egal, das ist schon richtig verteilt. Grundtöne Mono-Sound hat Osaf schon. Ich habe Osafs ersten Part gesehen, da hat er gemeint, Mono-Sound brauchen wir nicht. Und da hat er es doch. Da hat er es doch geholt. Ich wusste es. Ja gut, du bringst mir, glaube ich, rein gar nichts mehr. Du darfst in den Urlaub. Und weh, du kommst nicht erholt zurück. Du verpasst jetzt aber leider auch den großen Auftritt von O-Saft, Ausrufezeichen. Und es gibt leider auch keine Markttrends, sonst, oh Gott, ich hoffe, ich stürze hier O-Saft nicht in die Pleite mit O-Saft, Ausrufezeichen. Ach genau, was ich noch schauen wollte, Spielehistorie. Was ist Asia Dado für ein Spiel gewesen? Ein Ninja-Action-Spiel. Mit einer 7er Bewertung. Ja gut, dann würde ich sagen, oh Gott. Oh, neuer Rekord. Ich habe Osafs Rekord gebrochen. Schauen wir mal, was hier am Ende rauskommt. Na, Levelaufstieg sogar. Skippen wir das mal und schauen jetzt, was die Bewertung sagt. Davor schreiben wir natürlich noch ein, du schreibst einen Spielebericht für Asia Dado. Während wir auf die Berichte warten und du darfst, nee, dich kann ich gar nicht in Urlaub schicken. Das finde ich irgendwie doof, dass man die nicht in Urlaub schicken kann, wenn die noch nicht so, ja, sind. Oh, da war eine 10 dabei, aber davon sollte man, oh nein. Ah, eigenartig, aber gut, damit kann ich leben. Na, ne, wunderschön. Wenn das nicht was ist. Ich will eine 8. Komm schon, eine 8. Okay, ich gebe mir keine 8. Actionspiele funktionieren gut am PC. Ja, und gutes Spiel. Okay. Eine 6,5, das ist doch okay für ein Action-Rhythmus-Spiel. Ich hätte auch nicht mehr erwartet. Und dann würde ich sagen, können wir auch gleich mal, da wir so viele Forschungspunkte haben, noch ein neues Thema erforschen, damit wir noch ein Spiel machen können. Comedy Evolution Wilder Western. Oder Aliens. Oder Wilder Western. Oder Evolution. Wir könnten Spore machen. Mit Osaf kann man einfach nicht so viel machen. Ich wüsste nicht, wie ich Spore nennen würde, wenn ich in Osaf hatte. Oder in Comedy. Nee. Evolutions Aliens. Wir könnten eine Evolutionssimulation machen. Komm, wir erforschen Evolution. Was kann man hier noch erforschen? Ja, ich sollte erstmal warten, bis ein bisschen Geld wieder hier reinkommt. Oh, und jetzt können wir natürlich schauen. Wir sind noch nicht so groß. Maudado LP Fanspiele. Bescheuerter Name. Kann sich noch nicht so viel leisten, deswegen nehmen wir einen kleinen Stand. Aber die Fans, die wirklich diese Firma lieben, die werden natürlich trotzdem, trotz allem, zu uns halten und an den Spielestand kommen. Wir brauchen keinen großen Spielstand. Es geht eigentlich nur um das Herz in den Spielen. Okay, Spielebericht. Ninja und Action ist eine gute Kombination, beziehungsweise sogar eine großartige. Grafik scheint nicht wichtig zu sein und PC ist super, PC und Erwachsene. Wir haben auch noch folgende Erkenntnisse, was Mittelspiele selber zu vertreiben ist am effizientesten, wenn wir mindestens 100.000 Fans haben. Ja, Osaf hat mir gesagt, ich sollte mich nie einem Publisher unterstellen, deswegen werde ich es auch erstmal nicht machen und jetzt kurz noch eine Auftragsarbeit reinschieben. Strafe minus 9.000, wenn wir nicht rechtzeitig sind. Eigentlich kriegen wir ja immer mehr. Wir können hier Dialoge schreiben oder Computer. Komm, wir installieren einen Computer. Das dürfte schnell gehen. Und währenddessen können wir uns ja überlegen, was wir machen. Und die eine Forschung dürfte auch, glaube ich, mittlerweile zu Ende sein. Habe ich geforscht? Oh, wir haben es geschafft und bekommen Geld. Okay, wir haben mittlerweile wieder mehr Geld, als ich angefangen habe. Das ist doch schon mal etwas. Habe ich jetzt das Thema erforscht? Bin ich gerade blind? Wir könnten aber natürlich auch noch ein Hacking-Spiel machen. Oh. Oder Romantik. Saft in Love. Love-Saft. Nein, wie könnte... Saft in Liebe. Saft in Liebe. Das klingt so verdammt falsch. Aber das ist gut. Das wird ein großes Spiel und ein Erwachsen. Nein, das kann ich nicht machen. Das ist eine Romanze. Das ist eine klassische Romanze, so wie in Disney-Filmen. Deswegen ist es für alle da.
Romantik, Rollenspiel, Strategie, Casual. Das ist für die normalen Menschen. Und, na, das ist Casual, ist aber am PC schlecht. Warte, das müssen wir uns nochmal überlegen. Wir nehmen trotzdem den PC und überlegen uns nochmal. Wir könnten eine Simulation draus machen. O-Saft in Love würde natürlich besser klingen. Ja, ich werde jetzt keine Maudado-Spiele machen. Für diese Folge gibt es jetzt immer O-Saft-Spiele. Love, so. Für... Ich will nicht alle Erwachsenen einstellen, weil das sonst falsch verstanden wird. Natürlich mit der Cry-Dado-Engine. Und dann würde ich sagen, aber kleine Spiele spielen, nein, Erwachsen ist ab 18, alle, ich weiß es nicht, wir nehmen einfach alle. Weil ich würde sagen, so Dreijährige würden sich nicht mit Romanze beschäftigen und nehmen natürlich unsere 3D, habe ich letztes Mal 2D-Grafik genommen bei dem Rhythmusspiel, das ist aber ganz gut, das ist dann so ein Roach-like geworden. Und da ist auch schon unser Messestand mit dem Spiel O-Saft in Love. Oh Gott, was habe ich getan? Was habe ich getan? Oh nee. Naja, ist ein paar gekommen. Oh, 45.000 ist doch eigentlich echt gut. Wenn man bedenkt, wir haben eigentlich nur 7.000 Fans. Naja, dann entwickeln wir mal weiter an O-Saft in Love. Das war eine Simulation, oder? Oh Gott, was hatte man am Anfang zur Auswahl? Engine, Gameplay. Gameplay ist sehr wichtig. Stories sind nicht so wichtig. Und Engine? Ist Engine gar nicht wichtig oder mittelmäßig wichtig? Ich sag einfach mittelmäßig. Ich meine, die Engine, es muss so stimmen. Aber das Gameplay, auf das kommt es wirklich an. Obwohl, bei Romanze ist eigentlich die Story trotzdem wichtig. Aber ich glaube, darauf achtet das Spiel nicht. Aber wir müssen uns ja nicht immer so ein Spiel halten. Ein bisschen Story muss auch sein. O-Saft arbeitet mal wieder am wenigsten, aber was will man machen? Jetzt sind wenigstens auch alle Mitarbeiter mal erholt. Oh, wir bekommen gleich einen Hype. Warum habe ich eigentlich nicht... Nee, ich möchte nicht. Ich sollte es auch vorlesen. Oh Gott, ich mache O-Saft Let's Play kaputt. Wir haben auf jeden Fall ein neues Playstation, eine neue Playstation. Und ja, ein 32-Bit-Prozessor. Neuester Shit von Wony natürlich. Und die Experten sind der Meinung, dass das ein Beginn einer neuen Spielegeneration sein könnte. Eine Spielekonsole. Und Nivento will natürlich dazu nichts sagen. Auf jeden Fall haben die damit ganz recht. Wir können ja ein bisschen Marketing betreiben, indem wir in einer Zeitschrift reinschreiben. Hier, O-Saft in Love, das neue Spiel. Kaufen Sie jetzt. Und wir haben jetzt... Oh, wir können Fortsetzungen erforschen. Oh, das ist eine sehr schöne Sache. Aber oh nein, Martin... Bitte nicht. Wir machen immer noch eine Simulation. Ist die KI bei einer Simulation wichtig? Ja, aber wenn Gameplay wichtig ist, dann müsste auch Level-Design wichtig sein, dass alles schön gestaltet ist. Und die künstliche Intelligenz stelle ich einfach mal als zweites. Und ja, ein bisschen Story, ein bisschen müssen sie ja reden. Und dann haben wir sogar einen Level-Editor. Keine Ahnung, was man beim Level-Editor dann einstellen würde. Aber hatten wir schon beim letzten Spiel einen Hype? Oder ist das jetzt der neue Hit? Weswegen das Ganze gehypt wird. Ich habe keine Ahnung, wie viele Punkte ich letztes Mal erreicht habe. Oh, da ist dieses Play-System, die Playstation. Und dann... Spielweltdesign ist ganz unwichtig. Ich glaube, bei Simulation ist der Sound wichtig, dass sich alles richtig anhört. Und die Grafik. Aber ich würde sagen, Grafik ist immer ein bisschen wichtiger als Sound. Auch wenn ich persönlich sehr auf Sound bestehe. Und es muss auch ein bisschen hübsch aussehen. Ein kleines bisschen. Und dann... Würde ich sagen, warten wir mal ab, was rauskommt. Außerdem müssen wir noch einen Spielebericht für O-Saft, Ausrufezeichen, erstellen. Mal schauen, was da rauskommt. Und Bugfixes. Es darf keine Bugs in der Liebe geben. Ich habe ja immer... Oh, 1 Million Umsatz, das ist doch etwas Gutes. Ich habe ja immer die Befürchtung, dass kurz bevor ich Fertigstellen drücke, noch ein Bug auftaucht. Und er dann einfach reinkommt. Oh Gott sei Dank, ist nichts passiert. So, wir dürften... Nein, keinen neuen Rekord, okay. Aber wir haben einen relativ guten Hype. Jetzt müssen wir natürlich hoffen. Oh, eine Gehaltserhöhung. Ja, gut. Du kriegst eine Gehaltserhöhung. Du darfst außerdem in den Urlaub da drüben und du erstellst ein Spielegericht für O-Saft für 6,5 in den Urlaub mit dir.
Und dann dürften jetzt auch die ersten Bewertungen reinkommen. Na, ihr Spielemagazine, gebt mir was Gutes. Ich ahne echt... Oh, hervorragendes Spiel. O-Saft in Love. Das kann was werden. Das kann was werden. 10, 9, 9 Punkte. Kommt schon, noch ein 10. Ach, es wird aber nur eine 8. Hervorragendes Spiel. Sehr gut. Im Schwerpunkt auf Level Design tat im Spiel wirklich gut und habe es tagelang gespielt von All-Star. Okay, dann ist es doch ein ganz erfolgreiches Spiel geworden. Und dann würde ich sagen, war's das auch für heute. Ich hoffe, es war nicht so schlimm, dass OSAF hier nicht war, aber ich denke, das war eine ganz lustige Idee. Also schaut bei OSAF vorbei, das ist außerdem hier sein Kanal, also ist es bescheuert, das zu sagen, aber egal. Schauen wir uns noch einen Spielebericht an. Ich schicke dann OSAF den Spielstand wieder zurück. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht zu viel kaputt gemacht. Unsere Analyse nach Verkaufsstart von OSAF ist beendet und wir haben folgende Rituale festgestellt. Rhythmus und Action ist eine großartige Kombination. Dialoge scheinen für dieses Art von Spiel unwichtig zu sein, aber es ging doch um die Liebe. Es ging um die Liebe. Und für alle ist gut. Also habe ich richtig entschieden, dass es für alle gut ist. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn OSAF wieder hier sitzt. Tschüss.